Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ich habe es euch versprochen, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Etwas Kleines in petto für meinen tollen Sprinter. Der Sprinter war ja schon fertig, das habe ich euch in den letzten Videos ja schon gezeigt. Da haben wir das letzte Zeug eingebaut. Und ich habe parallel dazu ein Anbaugerät gebaut. Und ja, dieses Schätzchen hier, das kennt ihr. Das ist original von Bruder. Liegt schon länger bei mir rum. Ist ein nettes Gimmick. Schaltet sich auch irgendwann mal aus. Ich weiß nicht, was da... Da ist ein Timer, glaube ich, drin. Oder vielleicht ist auch einfach bloß die Batterie nix. Genau, das kennt ihr. Er blinkt nach links, er blinkt nach rechts. Nichts Besonderes, oder? Also ich meine gegen das, gegen diese Reklametafel da hinten. So, genau, dieses Spielzeug kennen wir ja schon. Ich stelle es gerade mal daher, wenn es denn stehen bleibt. So, muss man drauflegen, glaube ich. Das passt normal auf den Sprint auch drauf, hinten. Alles gut. Irgendwas ist, glaube ich, auch hier abgebrochen, deswegen steht das Teil nicht mehr so richtig. Ich habe im Netz recherchiert, wie denn so der Sprinter auszusehen hat, was da so für Gimmicks sind, was es so alles gibt, was man machen kann, wie die Beleuchtung natürlich auch auszusehen hat, und bin auf ein tolles Bild gestoßen. Ich blende es euch hier mal ein. Das ist nämlich der Sprinter mit einer Vorwarntafel, also sprich mit einem Verkehrsleitsystem mit LEDs, und denke mir, boah, das schaut toll aus. Ja, sind zwei Welten, ja, das Teil kennen wir auch, ist gar kein Thema, finde ich toll, auch wenn ich das vielleicht hinten an einem LKW noch hinmache oder so, als Absperrung, aber war jetzt nichts für den Sprinter, also ich hatte nie vor, das irgendwie hinten auf den Sprinter drauf zu setzen. Ich meine, wir haben ja alles mit LEDs verbaut, mit Blitzern und, ja, war also nie mein Plan. Dann habe ich eben dieses Bild gesehen und denke mir, das ist nun mal eine andere Hausnummer, ja, so. Dann habe ich mal meinen ersten Prototypen gebaut und das System hat mir schon relativ gut gefallen, aber hat so seine Probleme. Also es gefällt mir nicht so wie das zweite, das ich euch gleich zeige. Ich fahre ihn gerade mal her. Und das zweite System habe ich hinten drauf und es ist autark. Das war mir was Wichtiges, dass ich also nicht einen Kanal hier brauche und vor allem, dass ich es eben auch einzeln irgendwo hinstellen kann. Den stelle ich gerade mal noch ein Stück zur Seite, denn hier haben wir den Verkehrsleitanhänger. Das war mein erster Gedanke, und zwar ist es so, einmal habe ich habe mich da eingelesen. Ich habe keine Ahnung von Verkehrsleitsystemen oder Vorwarntafeln oder sowas, aber die klappen so runter, dass der Display unten ist, zum Schutz. Also es gibt auch ein paar Videos, wo die ein- und ausfahren und so. Kommt vielleicht übrigens auch noch, ich weiß es nicht. Momentan geht noch alles händisch. Und genau, Display ist unten und es ist von der Höhe her so, der ist ein bisschen runtergerutscht, den muss ich nachjustieren, dass es im Endeffekt eine Fläche hier gibt. Ja? Die sind beide gleich, von der Höhe her auch. Das hier ist einfach ein bisschen schmaler, ist ein anderes System. So, wenn ich das ganze Ding hier aufklappe, dann steht der schon relativ hoch. Unten drin haben wir eine Kiste, wo die Elektrik Platz hat. Auf der einen Seite Batteriefach, vorne nochmal ein Batteriefach. Man hat also relativ viel Platz. Ich schalte es jetzt gerade mal ein. Also, ich drehe es gerade mal rum. So schaut das Ganze jetzt aus. Es kann sein, dass es ein bisschen flimmert jetzt bei euch. Das ist die Bildwiederholungsrate. Das weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt, wenn ihr mit dem Handy einen Bildschirm filmt. Der baut ja immer wieder das Bild neu auf. Bildwiederholungsrate. Eine Kamera nimmt das auf. Wir selber sehen das so nicht. So, hier ist der Akku drin, hier ist momentan bloß provisorisch ein kleiner Schalter drin. So sieht das Ganze aus. Der Vorteil hier dran ist, ich kann, habe eine wahnsinnig hohe Auflösung und ich kann hier ganz einfach umschalten. Muss allerdings ans Modell hin, das heißt, ich guck mal, hier haben wir noch eins. Also. Aber ich kriege eben auch eine feinere Auflösung hin, wenn ich jetzt sage, was haben wir denn mit einer feineren Auflösung? Wo ich zum Beispiel ein bisschen Schrift habe. Jetzt mag es nicht mehr. Ich habe da Unmengen.
sowas. Ich zeig's gerade mal, Bankett nicht befahrbar. Oder eben, man kann natürlich auch ein bisschen Blödsinn machen. Vorsicht, ja. Ist auch ganz lustig. Finde ich auch toll. Was es so alles halt für Möglichkeiten gibt, gell? Ich bin hier also relativ frei. Kaffeepause haben wir hier noch. Genau. So. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich zeige es nochmal so in der Nähe, wie das Ganze hier ausschaut. Wie gesagt, man kann es einklappen, ganz einfach. Und was mir eben besonders wichtig war, das ist ein kompaktes System, ist ein bisschen beschwert, damit es gut steht. Und dann kann ich das auch einzeln ohne Anhänger oder ohne irgendetwas anderes hier hinstellen. Passt aber wie gesagt auch perfekt hier rein. Ich habe noch ein bisschen Platz für Schilder zum Beispiel hier vorne oder für so eine Warnbarke oder irgendwie sowas. Alles kein Problem. Da haben wir Platz. Das war mein erster Versuch. Wie gesagt, da unten ist zum Beispiel ein Magnetsockel drin. Da habe ich mich auch noch mehr verkünstelt oder relativ stark verkünstelt. Da ist ein Magnetpin. Das heißt, wenn ich den aufklappe, schließt ein Magnetkontakt und lädt dann bzw. versorgt hier die Anzeigentafel mit Strom. Ah, die andere Anzeigentafel hat schon wieder den Dienst versagt. Ich stelle die jetzt gerade mal hier hinten mit dazu. Richtig schön. Den Fuß mit rausklappen. So. Also, die ist eh schon ausgegangen. Wir stellen hier die gerade einmal nach vorne. So. Hier bin ich ein komplett anderes System. Hier ist eine Platine drin, die habe ich gelötet. Dann habe ich das Ganze programmiert. Da ist ein Bluetooth-Empfänger mit dran und so weiter. Also hier muss ich ja immer hin ans Modell bzw. an den Schalter und etwas verändern. Und hier sieht das Ganze etwas anders aus. Ich drehe es gerade mal um. Dieses Getüdel hier da unten. So. Ihr seht, also ein bisschen runtergerutscht. So, gehört's. Eine plane Fläche kann ich hier unten mit einer Schraube einfach nachstellen. Ist also gar kein Problem. Das ist jetzt, das, durch das Eigengewicht drückt es noch ein bisschen runter. Ist auch relativ schwer. Ist auch autark. Und jetzt klappen wir den ganzen Spaß mal auf. Und ihr seht schon, vielleicht seht ihr es auch nicht, wer weiß. Hier sind einzelne LEDs verlötet. Und auch den schalte ich jetzt einmal ein. Andere Variante. Hier habe ich einzelne LEDs, das heißt, ich kann nicht so fein schreiben wie jetzt auf der anderen Tafel, die auch schon wieder irgendwie gerade ausgegangen ist scheinbar. Hier habe ich einzelne Varianten, einzelne LEDs, die angesteuert werden. Umstellen kann ich das allerdings nur mit Bluetooth bzw. mit meinem Handy. Und jetzt kommt eigentlich eine tolle Besonderheit. Das heißt, ich kann hier über das Handy meine einzelnen Bilder durchschalten. Achtung, Steinschlag, Baustelle. Dann haben wir hier noch diese hier. Das sind jetzt alles noch starre Bilder. Und dann habe ich, wie gesagt, hier ist auch noch ein starres. Und dann gibt es die eben auch in Bewegung. Sollte das jetzt arg flimmern, das sehe ich dann nachher, wenn ich das Video dementsprechend zusammenbaue. Ich habe mal ein Video gemacht, wo das nicht so reflackert. Also es kann sein, dass hier oben ihr dieses Flackern seht. Das flackert normal nicht. Nur das hier unten. Der Pfeil, der blinkt. Genau. Das Ganze gibt es auch noch mit Steinschlag. Pfeil natürlich in beide Richtungen. Ganz wichtig, Kaffeepause muss natürlich auch mal sein. Genau. Also hier relativ frei mit dem, was man einstellt. Hier habe ich mal probiert, oben das zu verändern. Das funktioniert auch. Wie gesagt, das Ganze mittels Handy zu steuern. Aber ich kann natürlich eben auch sagen, ich möchte ein festes Bild einfach, wenn ich es einschalte. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte dieses Bild hier. Und das kann ich jetzt da drauf schicken auf die ganze Anzeige und kann hier mein Handy ausmachen und dann
brauche ich das Handy nicht mehr, sondern dann läuft es hier permanent durch. Wie gesagt, nur zum Wechseln muss ich das Handy koppeln, ist alles völlig easy. Ist mein Favorit, deswegen ist er jetzt auch hier drauf. Ist, wie gesagt, auch autark. Ist auch so eine Box. Hier ist allerdings relativ wenig Platz, denn hier unten liegt die Platine drin, die programmierte, und vorne liegt gerade noch so der Akku mit dabei und das bisschen Kabelgewirr für die Blinklichter und für die Anzeigentafel. So habe ich mir das vorgestellt. Und genauso war es im Endeffekt in meinem Kopf, nachdem ich dieses Bild gesehen habe. Und ich muss sagen, absolut genial. Ich stelle sie gerade mal da runter. Und ich finde, sie rundet jetzt dieses Ganze nochmal ein bisschen ab. Das heißt, wir haben hier den Sprinter mit viel Licht, mit viel Beleuchtung. Blitzlicht. Ich erwähne es nur nochmal, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Und eben die exklusive Vorwarntafel hier. Jetzt geht's auf den Parcours. Ich bin so begeistert. Ich glaube, das wird absolut mein Highlight-Modell. Ich glaube, das muss jetzt immer mit, denn das macht richtig Laune. Wenn es irgendwo alleine schon dran steht, ist einfach nochmal so ein richtiges Highlight. Vor allem, ich habe es am Anfang, ganz am Anfang erwähnt, ich habe bisher eigentlich niemals wirklich mit Licht und Beleuchtung gemacht. Und jetzt das. Ich bin absolut happy. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Und ich freue mich über eure Daumen nach oben. Folgt mir weiter. Das nächste Modell steht schon in den Startlöchern. Ich bereite da gerade soweit alles vor. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Dann könnt ihr unten auf diese Glocke draufklicken. Das ist aktivieren der Benachrichtigungen. Dann kriegt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Ja? Ansonsten freue ich mich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis bald!